Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Another Brick in the Mall. Ich heiße euch herzlich willkommen. Wie immer hoffe ich natürlich auch, dass es euch gut geht. Und zwar, wir hatten hier ja angefangen, alles Stück für Stück abzubauen. Letztes Mal hatten wir hier doch ein sehr großes Rattenproblem, was jetzt hier aber erstmal besänftigt wurde. Das finde ich natürlich super. Ansonsten. Hier läuft auch noch alles hundertprozentig. Was ich offscreen gemacht hatte, war einmal haben wir hier dieses Restaurant gebaut. Allerdings weiß ich noch nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ich wollte das jetzt einfach mal ein bisschen testen, wie das so performt. Aber an sich sollte das wohl schief gehen. So, hier bin ich gerade am Bauen. Und zwar soll hier der neue Supermarkt für alles Mögliche entstehen. Da hoffe ich natürlich, dass die bald fertig werden. Ansonsten steht heute an, wir wollen einmal eine Apotheke bauen. Ja, den Blumenladen, den Alkoholladen. Wenn der hier fertig ist, wollen wir den Supermarkt schon anfangen. Vielleicht schaffen wir den sogar komplett. Und vielleicht ein Kino. Deswegen wollen wir nicht lange uns aufhalten lassen, sondern fangen direkt mal an. Die Frage ist nur, ich würde persönlich die Apotheke, wenn dann hier in so einen kleineren Laden hin machen. Das mache ich jetzt auch. So, ich habe jetzt einmal drei Geschäfte gebaut. Ja, hier. Oh. Aber ich muss das hier nochmal bauen, weil ich hier noch nicht fertig war und ich den Boden schon reingezogen habe. Ich Genie. So, hier soll einmal eine kleine Apotheke hin. Hier soll ein Juwelier entstehen. Und hier war es eigentlich so angedacht, dass hier ein Klamottenladen entsteht. Aber den werde ich sofort nochmal bauen. Weil dadurch, dass ich jetzt hier nochmal einen Boden draufgezogen habe, sind die Sachen alle weggegangen. Schade, aber ist halt so. Da werde ich den jetzt eben hier noch fertig bauen. Und oben schon mal. Ja, die Leute einstellen, die dann da für mich arbeiten werden. So, die Geschäfte laufen und brummen. Hier habe ich bereits schon einen zweiten Kassierer eingestellt. Das wundert mich doch, dass. Ja, gut, ist Drogerie, das ist immer sehr beliebt. Juwelen kommt ab und an wohl immer noch einer durch. Die Oma hat sich verliebt. Das ist tatsächlich 63. Ansonsten haben wir jetzt hier einen Klamottenladen. Da werde ich, denke ich mal, auch noch einen zweiten Kassierer einstellen müssen. Aber wir schauen einfach mal, wie ein Kassierer performt. Und als nächstes würde ich tatsächlich behaupten, bauen wir hier unten ein Kino hin. Ist nur die Frage, wie groß machen wir die Ausmaße des Kinos? Kann man hier quasi mehrere Säle machen oder nur ein großes Kino oder? Wie muss ich mir das vorstellen? Fangen wir einfach mal drauf an. Na komm, wir stellen es hier hin. Passt irgendwie hier nicht ganz, wie ich das möchte. 1, 2, 3. Der muss noch nur um eine Ecke vergrößert werden. Dann machen wir das doch. So, 2, 3, 1. Eins, zwei, drei. Runter. Da kommt hier die Tür hin. Hier kommt der Beamer hin. Wir sitzen ja ziemlich nah vor der Show, aber das passiert jeden Mal.
So. Ne, hier nicht. Nein, hier. Und dann stelle ich hier einfach auch nochmal welche hin. Würde hier am liebsten diese Abmaße benutzen. Da schauen wir uns das einfach mal an. 7. Ist doch auch 7, oder nicht? Genau. So, 1, 2, 3. 1, 2, genau. Kommt er hier hin? Ja, da müssen wir mal schauen, also. Ist doch schwieriger, als ich dachte. Denn ich würde hier auf jeden Fall eine Vierertür hinsetzen, das ist doch, denke ich mal, klar. Dann vergrößern wir das Fundament hier mal. So. Und lassen die hier einfach mal ein bisschen bauen. Ups, was ist denn jetzt passiert? Seid ihr noch da? Ja. Ich bin gerade aus Versehen aus dem Spiel getappt. Mensch. 7. 7. 7 Mitte bleibt frei. Und dann anschließend. 8. Das ist natürlich keine perfekte Symmetrie, aber wir probieren hier mal was anderes aus. Das passt ja hervorragend. Nehmen wir den und den. So. Haben wir 5 Kinosäle. Und einmal hier eine Tür. Genauso wie hier vorne kommt die Tür. Ja, hier passt das natürlich nicht. Dann machen wir die hier hinten. Genauso wie hier. Hier müssen wir eigentlich auch mal irgendwo eine freilassen, wo die Leute in den Saal reinkommen. Und dasselbe hier auch nochmal. Und zwar hier. Ich muss mich einmal kurz räuspern. Setzen wir hier einmal eine Tür rein, genauso wie hier, 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 hier vorne sogar noch und natürlich am Eingang. Ich richte als erstes, glaube ich, mal die einzelnen Säle ein. Dafür stellen wir mal hier. Doch, wir stellen hier den Beamer hin. Hier stellen wir den auch hier hin. Vielleicht ein bisschen weiter nach vorne. So, dann können sich die Leute hier hinsetzen. Ja. Einen täglichen Gewinn über 100.000 Dollar. Nicht schlecht. So. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich möchte. So. Hier zwei, hier wieder eine ganze Reihe. Ja, hier sitzen die ein bisschen beengt vorne vor. Aber das ist doch, denke ich, verkraftbar. Und dasselbe auch nochmal hier.
kommt der Projektor noch rein. Und dann noch eine Bestelltheke. Dort stellen wir mal zwei Stück auf. Und platzieren hier ein bisschen Dekoration. Ja, ein Geldautomat nicht unbedingt. Hier so ein Snackautomat. Platzieren wir mal zwei Stück. Kommt noch eine Mülltonne dahinter. In die Ecke kommt eine rein. Am besten ja neben jeder Tür. Weil wenn die verlassen, können sie direkt den Müll rausschmeißen. Denn der soll ja nicht bei mir hier durch hier so rumherum fliegen. Kommt hier noch eine Pflanze hin. Hier. Hier. Vielleicht hier auch noch. Hier in den Ecken. Und dort neben. So, was meint er? Wollen wir das Kino mal ein bisschen noch mit Teppich bzw. Boden verkleiden? Die einzelnen Säle würde ich in diesen Ton machen. Und den Flur irgendwie ein bisschen. Ja, komm. Wir benutzen mal den Stein. Dann weisen wir hier mal das Kino zu. Wo habe ich's denn? Ticket Lobby. Genau, hier einmal als Ticket Lobby. Und dann ein Kino. Hallo? So. Dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Geöffnet soll er am besten die ganze Zeit. Kann ich hier noch irgendwie... Nee, kann ich nicht. Dann stelle ich einfach nur zwei Kassierer ein. Und dann kann die Show ja schon beginnen. So einmal zu jeder Zeit und einmal vor allen Dingen abends. So ab 12 Uhr und dann nochmal bis 4 Uhr. Und dann wollen wir mal schauen, wie das ganze Kino hier wohl performen wird. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich lasse das jetzt einfach mal ein bisschen durchlaufen und dann sehen wir das Endresultat. So, die ersten Zuschauer sind da. Das ist doch hervorragend. Lassen wir das mal ein bisschen schneller laufen. Und das meine ich, hier ist schon der erste Müll. Skandalös. Machen wir hier nochmal vielleicht einen anderen Boden rein. So. Und dann bin ich mal gespannt, wie es hier weiterhin laufen wird. Hier sieht das bis jetzt auch noch ganz gut aus. Nee, schon sehr voll. Und hier piept es, habe ich gerade gesehen. Wir sollten vielleicht mal einen Sicherheitsdienst hier einstellen. Dann werden wir hier auch noch mal eben zweites Personal beordern. Nummer 1. Nummer 2.
Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich hier jemanden neu einstellen. Und zwar geht das wohl ab. Ja, doch, 8 Uhr bis 0 Uhr. So machen wir das erstmal. Hervorragend. Drogerie ist hier sehr viel Betrieb. Ich habe hier doch einen zweiten eingestellt, oder nicht? Tatsache. Wo ist der zweite denn? Der sollte jetzt eigentlich Feierabend haben. Ah, da ist er. Ne, das ist der neue. Lüge. Machen wir einfach so. Der Juwelier ist leer gekauft. Habe ich hier etwa... Na, Lageristen sind auch hier. Um 6 Uhr und um 18 Uhr. Vielleicht sollte ich hier ja einen dauerhaft einstellen. Wenn Juwelier hier doch so beliebt ist. Werde ich das mal machen. Stelle ich hier nochmal einen Lageristen ein. Der fängt um 16 Uhr an. So, dann ist hier halt dauerhaft einer in Betrieb. Ist das denn so? Mensch, hier ist er... Hier bräuchte ich eigentlich noch eine dritte Kasse. Ist ja hier unfassbar. Ganz schön viel los hier. Auch hier an der Kreuzung. So wie diese Autos sich hier wohl stauen. Du musst auch bedenken, hier sind... 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 Parkplätze. Also da kann ich es durchaus verstehen, warum sich hier ein paar Autos stauen. Aber schauen wir uns das erstmal hier vorne an. Sieht ja hervorragend aus. Ja, ein bisschen voll. Aber was will man machen? Da würde ich sagen... Fangen wir schon mal hier mit den Laden an. So. Da bin ich wieder. Ich habe das Ganze jetzt mal fertig gebaut. Wie ihr seht, ja, ist das doch ein bisschen viel. Klar, so viele bräuchte ich jetzt nicht, aber da kannst du nur ein Produkt draufstellen und dann lieber mehr als wenige davon dann haben, ist, denke ich mal, besser. Und zwar haben wir hier überall Einbahnstraßen. Quasi, wenn du hier rein bist. Kannst du hier nicht mehr raus, dann musst du durch die Kassen laufen. Und dann kommst du hier raus. Das sind, denke ich mal, genug Ausgangsmöglichkeiten. Und dann lassen wir uns einfach... Junge, staut sich das denn hier so? Das ist ja wahnsinnig. Jetzt bereue ich es doch langsam, hier den Laden gebaut zu haben. Das ist auch ein bisschen viel. 1200 Leute. Ja. Mal eben, das ist schon heftig. So, das Kino. Ja, klar, alle Säle sind natürlich immer schwer voll zu kriegen. Aber es läuft. Zwei, drei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, komm, geh mal wieder weg. Weil ich glaube tatsächlich, du brauchst immer 20 Sitze. Jetzt willst du mich aber echt veräppeln.
Schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Soweit das Kino aus ist. Na komm. So jetzt. Ich weiß, dass das aktiv ist. So. Ja, die Plätze sind.